Okay, I'm relaxed. It's good. Lieber Andi, ich bin Wendy. Mich nimmt es Wunder, wie ich die deutschen Leute auf der Straße erkenne oder ja, wie viel die von dir wollen, wie berühmt du in Deutschland bist. Ja gut, so berühmt wie Wendy in der Schweiz bin ich sicherlich nicht in Deutschland. Also, klar habe ich dort einen Stellenwert in der Region. Die Leute kennen mich. Klar, weil einfach Sport eine grosse Bedeutung hat. Und wir in der Rheinecker Region ja, viele sportbegeisterte Leute haben. Und darum bin ich wahrscheinlich in Deutschland bekannter als in der Schweiz. Ja, in der Schweiz. Wie berühmt bist du da eigentlich? Das ist schwierig zu sagen. Ja, also ich glaube schon, dass die Leute, die handballaffin sind, dass die mich kennen. Vielleicht die Leute sogar, die ein bisschen sportaffin sind, die meinen Namen mit dem Handball verbinden können. Aber ich mache mir nicht so viele Gedanken über meine Bekanntheit. Schön, dass ich mir einen Namen machen kann, in Verbindung mit der Sportart natürlich, dass die Sportart etwas bringt. Aber ich bin auch froh, dass ich mich frei bewegen kann in der Schweiz und dass ich auch Sachen machen kann, die vielleicht nicht Sportler-like sind. Es in Deutschland, wenn wir zurückgehen, dort, wo du die grössten Erfolge gefeiert hast, das ist ein sehr lautes Land. Kannst du mal ein bisschen sagen, wie sich es dort anfühlt, in diesem lauten und zum Teil schrillen Sportland Deutschland? Ja, in Deutschland ist so ein bisschen das Motto «Tu Gutes und sprich darüber», sprich laut darüber. Und das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, das musste ich zuerst auch ein bisschen verinnerlichen. Also ich bin vielleicht in Deutschland auch ein bisschen anders unterwegs, als ich in der Schweiz bin. Also in Deutschland darf ich vielleicht ein bisschen mehr, in Anführungszeichen, Star sein. Darf auch mehr meine Meinung vielleicht einfach klar deutlich sagen und auch gewisse Sachen abweisen, wenn jetzt von den Medien etwas kommt oder so. In der Schweiz sind wir da schon ein bisschen gemächlicher unterwegs, sage ich jetzt mal. In der Schweiz ist es relativ schwierig, ein Star zu sein. Das habe ich auch immer betont. Also, die Schweiz ist jetzt nicht ein prädestiniertes Sportland, im Gegensatz zu Deutschland. Und darum ist es schön, so die kontroverse Welt ein bisschen zu erleben. Wieso haben die Deutschen denn gerne Stars? Wieso ist das ein Land, wo mit Schlagzeilen lebt, wo das mag, wenn man die Leute gross macht? Das ist schwierig zu sagen. Das weiss ich auch nicht. Also es ist einfach per se ist einfach ein Sportland. Und das ist nicht nur Fußball und Handball und Eishockey. Sondern es sind jegliche Sportarten, die Hallen füllen. Und ja, die Deutschen ja, die mögen das einfach. Wenn die gute Leute haben im Sport, die zelebrieren das dann auch. Jetzt die Handball-WM, die jetzt stattgefunden hat im Januar, das war extrem, was dort abgegangen ist. Es ist ja plötzlich das Gefühl, dass 80 Millionen Handball spielen. Und nachher geht es aber auch schnell wieder weg. Es kommt dann der nächste Sport-Event, wo es dann nachfiebert. Von wo das kommt, weiss ich nicht. Es ist einfach deutlich zu erkennen. Am Anfang hast du glaube ich, ein bisschen schwer da, wo du gewechselt hast auf Deutschland. Das war nicht ganz einfach. Braucht es eine Zeit, um den Rhythmus mitzugehen, den die Deutschen anschlagen? Ja, definitiv. Ja. Also, dort, wo ich auf Deutschland gewechselt habe, dann ist natürlich ja, als Schweizer hast du nicht gerade Vorschusslorbeeren und kommst nicht hin. Und ja, gut, jetzt kommt noch ein Schweizer zu uns. Was wollt jetzt dann auch bei uns? Und das war schon relativ schwierig am Anfang, ja, mit dem Ganzen umzugehen. Magst du dich noch erinnern an die erste deutsche Ansage, als wir mal so richtig den Tarif bekannt gegeben haben? Nein, das kann ich mich nicht erinnern. Aber ich habe natürlich auch die Zeitungsberichte dazu mitbekommen. Und wo ich am Anfang überhaupt nicht funktioniert habe, war es schon heavy. Du bist dann eigentlich als talentierter junger Spieler hier und hat mir mal eine Handballzeitung das Fehl auf dem Jahr betitelt. Es war schon noch heavy, mit 25 dann so etwas zu lesen. Du hast vorhin gesagt, in der Schweiz darf man nicht so einen Star sein wie in Deutschland. In Deutschland kann man mehr bewegen. Kann man sich das ein bisschen erklären? Wieso kann man denn dort so viel mehr bewegen? Du hast ich kann es eigentlich mehr aus der Schweiz Sicht erklären. Ich glaube, wir sind nicht ein prädestiniertes Sportland. Und da Star zu sein, ist vielleicht schwierig. Das sehen wir auch an guten Beispielen mit Roger Federer. Ich finde, das ist der grösste von allen Zeiten. Und so eine gute Botschaft für unser Land. Aber trotzdem
immer so durch die Blumen hören wir trotzdem kritische Stimmen. Ja, es hat jetzt mal aufhören oder ist vielleicht ein bisschen zu alt und jetzt gewöhnt er nichts mehr. Das würde in Deutschland nicht passieren. Und auch mit unseren Fußballern. Ja, ist gigantisch, was, wie viele Fußballer Erfolg haben im Ausland. Aber trotzdem müssen sie sich dann immer wieder Meinungen anhören, von wegen, ja, die verdienen zu viel oder sind zu viel in den Medien oder sind zu viel in der Öffentlichkeit. Und das ist in Deutschland oder anders der Fall. Ja. Und ich kann nicht erklären, warum es in Deutschland so ist oder warum es in der Schweiz so ist. Es hat nicht nur einen Nachteil, dass es in der Schweiz so ist. Wir machen ja eigentlich fast alles richtig. Aber als Sportler ist es sicher in der Schweiz nicht ganz einfach. Die guten Seiten von Deutschland, die hast du ja ein bisschen verinnerlicht. Würdest du sagen, du bist mittlerweile so drei Viertel ein Deutscher, wenn es um den Leistungssport geht? Das ist eine heikle Frage. Aber ja, ich habe das schon ein bisschen verinnerlicht. Ja. Also das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein, das Selbstverständnis für das, was ich kann. Und das auch zeigen, dass ich das kann, das habe ich schon ein bisschen verinnerlicht. Ja. Also ich lasse mich schon nicht mehr so aus der Ruhe bringen, wenn jetzt links und rechts einer kommt und sagt, du, das machst du jetzt nicht so gut. Du hast früh auf die Karte Handball gesetzt. Das haben viele von deinen Kollegen nicht gemacht. Die haben immer noch so einen zweiten Weg sich offen gehalten. Bei dir ist das irgendwie irgendwann klar gewesen. Alles auf eine Karte. Warum eigentlich? Also ich kann schon auch noch anderes Zeug können. Also ich habe schon auch eine Ausbildung gehabt und bei der Schule nicht so schlecht gewesen. Aber ich weiss auch nicht, der Sport hat mich gefesselt. Von Anfang an. Und die Leidenschaft ist immer grösser geworden, je besser ich geworden bin. Und dann habe ich schon gespürt, okay, ich könnte ja mal mein Leben finanzieren mit dem Sport. Und der Ehrgeiz, den ich dann in mir entwickelt habe, der ist einfach ungebrochen gewesen irgendwie. Und dann, klar, dann muss es Schritt für Schritt gehen, dann musst du Erfolg haben, darfst keine Verletzungen haben, dann musst du die richtigen Schritte gehen. Und die habe ich zum Glück im Nachhinein gemacht. Es hängt viel mit Willen zusammen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe dann immer gesagt, also wenn ich dann halt mit 27, 28 zurückkomme und im normalen Leben nachgehe, dann ist nicht viel passiert. Dann habe ich halt vielleicht 3-4 Jahre aufs falsche Pferd gesetzt. Aber in der Schweiz, Land ist weich, in der Schweiz kann dann nicht viel passieren. Wenn kannst du auf 3 zählen und ja, ein bisschen salopp gesagt. Und darum habe ich gesagt, okay, give it a try und ich probiere es. Jetzt bist du sehr hoch geflogen, jetzt bist du nicht weich gelandet, sondern sehr hoch geflogen. In Deutschland gibt es Experten wie der Stefan Kretschmann, der dich immer wieder mal in regelmäßigen Abständen als Handballgott betitelt oder als Messi vom Handball. Was löst so ein Kompliment bei dir aus? Nicht mehr so viel wie in der Phase, wo es mir nicht gut gegangen ist. Also, was mal die ersten Komplimente waren, ist schon balsam auf die Wunde. Mittlerweile das mache ich einfach stolz. Also, ich muss ehrlich sagen, kein Mensch gehört nicht gerne ein Kompliment. Darum mache ich mir das stolz, von Experten so etwas zu hören. Ich kann es aber auch im Alter jetzt richtig einschätzen. Ich weiss, wie schnell es aufgeht, ich weiss, wie schnell es runtergeht. Und ich probiere einfach hier nur so einen Mittelweg zu finden, wie ich von diesen Komplimenten dir nur den Himmel auf zu loben lassen, aber auch nicht, wenn sie mich mal kritisieren, dass ich nicht gerade am Boden liege mit allen Vieren. Von dem her ist es nur ein Zwischending, aber ja, logisch, also wenn die Leute positive Sachen über einem sagen, ist das mega schön. In deinem Sport bist du ein Superstar. Wie schauen die Leute dich an im Leben außerhalb vom Platz? Nicht Superstar, also die himmeln mich jetzt nicht an, wenn ich da durch die Straße laufe, aber ja, ich habe einen Stellenwert in diesem Verein. Die Leute identifizieren sich auch durch mich mit dem Verein, weil ich jetzt schon 9 Jahre dort bin. Und darum, ja, am Anfang habe ich von dieser Entwicklung geträumt, oder habe ich von dieser Entwicklung geträumt und jetzt ist es Tatsache geworden und das ist schön, dass ich das auch so vollziehen konnte. Wenn du im Fußball der Messi wärst, hat ein bisschen mehr Geld. Dann hättest du nicht nur mehr Geld, dann würdest du nie mehr einen Schritt hin machen, ohne dass eine Kamera rum ist. Ist man manchmal ein bisschen neidisch auf die Leute, die eigentlich Ähnliches leisten, einfach in einer anderen Sportart und einen riesen XXL-Salär haben? Oder sagst du, so ist einfach der Markt, so ist einfach die Realität? Null neidisch, also überhaupt nicht. Ich vergleiche mich nicht mit anderen Sportarten und mit anderen Sportlern. Ich bin Handballer mit Herz und Seele. Und das, was ich erreicht habe am Handball, mache ich mega stolz. Und das ist vielleicht das Maximum, das ich holen konnte in den letzten paar Jahren. Nicht finanziell, klar ist es finanziell auch ein Aspekt. Es ist schön, mit deiner Leidenschaft, die du früher gemacht hast, oder als Hobby angefangen hast. Heute kannst du gutes Geld verdienen, aber
Ich will mich jetzt nie mit dem Fußball vergleichen. Ich habe die Frage auch viel mal gehört. Ja, wenn jetzt du der Stellenwert hättest im Fußball, wärst du Multimillionär, aber ich wäre nicht glücklicher. Klar hat er mehr Aufmerksamkeit, aber so wie es jetzt ist, ist es gut. Und, es ist auch irgendwann, muss man nicht nach anderem streben, sondern das genießen, was man hat. Du hast viel gehabt, oder immer noch, bei der Rhein-Neckar-Löwen. Du bist zweimal deutscher Meister geworden. Du hast unglaublich auch internationale Erfolge gefeiert mit dieser Mannschaft. Ein Wegbegleiter spielt eine besondere Rolle. Das ist der Nikolai Jakobsen, der jetzt aufhört, der Trainer ist von Dänemark. Gleichzeitig hat er euch betreut. Was hast du zu ihm für ein Verhältnis? Ja, er ist mitverantwortlich, dass ich überhaupt ins Ausland gegangen bin. Er war damals als Trainer in Dänemark und hat mich geholt. Also er war Assistent. Und er hat mich eigentlich auf Dänemark geholt. Und er war für mich so relativ schnell eine Bezugsperson, weil er durch seine Zeit als aktiver Spieler in Deutschland Deutsch geredet hat. Und dann habe ich relativ schnell ein gutes Verhältnis bekommen mit ihm. Und dann haben sich unsere Wege getrennt für 3 Jahre. Und danach war das Thema neue Trainer bei den Löwen. Und da bin ich natürlich auch befragt worden, ob das eine Möglichkeit wäre. Und dann habe ich dort auch ein bisschen probiert zu weibeln für ihn. Und ja, ein Trainer ist immer ein wichtiger Wegbegleiter. Weil ganz allein bringst du das gar nicht hin. Und er ist für mich auch neben dem Feld so als so eine Bezugsperson geworden. Ich konnte mit ihm über alles reden. Er hat ein gutes Verhältnis mit meiner Familie, ich mit seiner Familie. Und das ist im Spitzensport nicht alltäglich. Und darum hat er schon einen wichtigen Teil von diesem ganzen Erfolg. Jetzt hat er sehr persönlich gefärbten Eintrag gemacht auf seinem Instagram-Account und hat gesagt, in Zukunft bin ich wieder mehr der Freund. Und es war mir eine Ehre, so einen Spieler wie dich zu coachen. Das sind noch nette Worte von einem Trainer, der 5 Jahre an der Seite war von dir. Ja, aber das zeigt seinen Charakter. Dass das nicht nur Sport ist, sondern dass es normal zwischen Menschen Freundschaften gibt. Und das ist eine Qualität, die ihn ausgezeichnet hat. Oder die ihn auszeichnet. Dass er die Sozialkomponente ist bei ihm extrem wichtig. Weil im Schluss, so komisch es klingt, aber Handball ist auch ein Beruf. Und wir bewegen uns in einem Berufsfeld, Umfeld. Und dort ist einfach die soziale Komponente ist halt einfach extrem wichtig. Und das hat er geschafft. Ist nicht immer einfach gewesen, auch, hat auch Probleme gegeben. Weil wir natürlich ein gutes Verhältnis hatten. Wenn jetzt zum Beispiel der Erfolg nicht so da war, ist es auch ein Problem für andere Spieler. Warum jetzt das so ein gutes Verhältnis mit dem Trainer? Ist schon manchmal auch heikel geworden, jetzt vor allem im letzten Jahr. Aber ich würde das nicht missen, die Zeit mit ihm. Man muss vielleicht den Leuten erklären, er ist ein sehr, sehr emotionaler Typ, der brennt, oder? Der dann einmal mit nicht ganz druckreifen Worten kann, überschütten kann. Ja, kann man so sagen. Ja. Also er ist sehr impulsiv und er fordert extrem viel. Und er hat von mir extrem viel gefordert. Also er hat, wenn er mir etwas gesagt hat und ich habe es nicht gerade auf Anhieb korrekt ausgelöst oder gemacht, dann ist er sauer geworden. Und ja, ist sehr impulsiv. Mit dem habe ich am Anfang auch ein bisschen kämpfen. Aber im Endeffekt, nachher mit der Zeit, mit den Jahren, mit der Erfahrung, kann ich es auch ein bisschen, filtern. Der Norden spielt bei dir eine ganz wichtige Rolle, oder? Du hast es vorhin angetönt, du hast eigentlich deine Karriere richtig lanciert im Norden. Warum ist das eigentlich? Warum ist das Dänemark gewesen? Hätte ja noch jemand anders können anfangen. Ja, es ist natürlich immer die Bundesliga, ist immer das Ziel gewesen. Die Bundesliga ist natürlich immer für alle Schweizer Handball das Ziel generell. Und dann habe ich ein Angebot bekommen von Dänemark. Ich war körperlich noch nicht so weit gewesen, und auch psychisch irgendwie, glaube ich, auf Deutschland zu gehen. Ich habe gedacht, okay, vielleicht ist der Umweg gar nicht so schlecht. Hat mega viele Leute gegeben, die gesagt haben, nein, das ist der falsche Weg und du darfst das nicht machen. Und du musst dich jetzt direkt in die Bundesliga und du steckst jetzt deine Karriere in den Sand. Ich habe dann das erste Mal gelernt, mal auf meine eigene Meinung zu hören. Und ich bin auch nicht 100% sicher gewesen, ob es der richtige Weg ist. Aber ich habe dann gelernt, irgendwie eine Entscheidung zu fällen und möglichst alles zu investieren, dass die Entscheidung auch zum Erfolg wird. Und das Jahr war für mich Gold wert. Das ist, wie du gesagt hast, der Startschuss für meine Karriere. Das erste Mal im Ausland, neue Sprache lernen, mich im neuen Umfeld durchsetzen. Und nachher sind natürlich die Angebote aus Deutschland gekommen. Und die Frau kommt auch aus dem Norden? Ja, ich komme auch aus dem Norden, aber nicht aus Dänemark, sondern aus Norwegen. Wie international ist eigentlich deine Familie gefärbt? Also deine Kinder sind jetzt in Deutschland gross geworden. Ist es das Thema, dass man dann irgendwann mal sagt, du, wir bleiben in Deutschland? Nein, definitiv nicht. Also die Schweiz ist unsere Heimat. Also meine Frau hat schon 2 Jahre mit mir in der Schweiz gelebt. Mhm.
Und es gibt kein besseres Land zum Leben als in der Schweiz. Und ist jetzt schön, als Schweizer Sportler im Ausland zu leben, muss ich auch ehrlich sagen. Weil halt, wie man gesagt hat, die Anerkennung grösser ist. Aber fürs Leben danach wünsche ich mir, dass wir in die Schweiz kommen. Und unsere Familie ist sehr international. Auch meine Frau Norwegerin. Meine beiden Kinder, oder unsere beiden Kinder, die reden besser Hochdeutsch als ich. Also, die reden akzentfrei. Und ja, wird dann schon mal eine Umstellung sein, für sie auch in die Schweiz zu gehen. Aber ja, das ist jetzt noch 3 Jahre hin bis dann. Da müssen wir uns gut vorbereiten. Du hast es angesprochen, noch 3 Jahre. Also ist es eigentlich klar, deine Karriere wird wahrscheinlich in Mannheim mit der Rhein-Neckar Löwen enden. Das denke ich schon. Also ich wünsche mir eigentlich auch. Ich wünsche mir schon, dass ich dann irgendwann 12, 13 Jahre beim gleichen Verein war und mich dort verabschieden kann vom Profisport. Ich möchte auch auf höchstem Niveau irgendwo aufhören. Und der Gedanke war schon immer da, mal in der Schweiz die ganze Karriere aktiv zu beenden. Aber ich habe auch Respekt davon. Habe ich immer gesagt, dass ich die Erwartungen nicht mehr erfüllen kann. Und darum ist der einfachste und sicherlich der beste Weg, die aktive Karriere in Deutschland zu beenden. Perfekt, gut, danke.